lecker mit den Himbeeren. Ja? Bin gespannt. Mmh. Ja. Gut. Mmh. Ja, liebe Zuschauer, ich hoffe, Sie sind auch gespannt, was es heute bei uns gibt. Zunächst mal ein herzliches Grüß Gott. Herzlich willkommen bei Genießen auf gut Deutsch, Leibgerichte à la Lava. Und heute darf ich Ihnen vorstellen, die Königin des Schwimmsports. Es ist toll, dass sie da ist, Christin Otto. Hallo, danke. Grüße Sie. Frau Otto, von 82 bis 89, 6-mal Olympiasiegerin, 7-mal Weltmeisterin, 9-mal Europameisterin. Perfekt. Ja? Ja, super. Wie kann man das werden? Viel Training. Ja. Viel Disziplin. Ja, der Tag bestand aus Schwimmen, Schule, Schlafen. Und ganz wenig Zeit für sich selbst. Das ist der Preis, den man dafür bezahlt, ja. Ich meine, in der Gastronomie muss man ja auch relativ viel arbeiten, wenn man heute erfolgreich sein möchte, weil die Gäste ja auch einem sehr viel abverlangen. Aber ich glaube, im Sport ist das noch extremer, oder? Ja, wahrscheinlich, weil man wenig Zeit hat für Erholung und man sehr an Zeiten jeden Tag gemessen wird und an Leistungen und das gibt ja auch Pläne und man muss sich entwickeln. Also das sind so Zwänge, die da bestehen. Aber bei dem Ganzen, weil das klingt jetzt alles so verdammt streng, es macht auch Spaß. Und das ist eine ganz wichtige Voraussetzung. Das wird auch so beim Kochen sein. Richtig, ist genau das Gleiche. Wenn es keinen Spaß macht, dann ist auch kein Erfolg da. Ja. Aber wie gehen Sie denn heute um? Ich meine, heute arbeiten Sie ja zum Teil beim ZDF, ich glaube sogar hauptberuflich. Richtig, ja. Mhm. Und Sie haben sicherlich da ein bisschen mehr Freizeit. Wie gestalten Sie da Ihre Freizeit? Weniger in der Küche, wenn ich ehrlich bin. Ja. Also ich lasse mich da eher verwöhnen in Restaurants. Aber ich versuche einfach in dieser wenigen Zeit an mich zu denken, an die Familie, an mich zu denken, raus in die Natur, wenn man immer nur im Studio ist und Studioatmosphäre hat. Also ich genieße bewusst alles das, was zu tun hat mit dem Umfeld, wenn man draußen ist. Mhm. Frische Luft und so weiter. Spaziergänge, das klingt so langweilig, ist es aber überhaupt nicht. Schön. Ist richtig schön. Sie kommen ja aus Leipzig und dort gibt es eine Spezialität, die Sie auch uns heute genannt haben, als Ihr Leibgericht, nämlich Quarkkeulchen. Wie spricht man das aus? Quarkkeulchen. Also vielleicht in Sachsen ein bisschen anders, da heißt das wahrscheinlich, oh Gott, ich weiß gar nicht, ob ich das noch kann, Quarkkeulchen. Gut. Die bestehen im Wesentlichen aus Quark, Kartoffel, Rosinen sind drin. Ja. Und dann haben wir dazu jetzt ein paar Himbeeren, Himbeermark. Ja, wie kommt das eigentlich? Süßspeisen sind ja an und für sich für Sportler nicht unbedingt die richtige Ernährung. Ach doch, man muss die gute Mischung nur finden. Und ich finde, wenn man schon sich sehr gesund ernährt und Obst viel isst und Gemüse viel isst, aber auch Fleisch isst, ach, so eine kleine Leckerei, das ist ganz toll. Und meine Mutter hat das immer perfekt gemacht und hat uns damit verwöhnt. Ich weiß nicht, ob das jedem Mann so schmeckt. Also mein Vater hatte damit auch ein bisschen Probleme, aber ich finde es exzellent. Also ich bin ja ein Süßschnabel, sagt man. Ich esse das sehr gerne, ich mache auch gerne Süßspeisen. Aber ich darf vielleicht etwas fragen, was mich persönlich interessiert. Man hat doch früher immer den Eindruck gehabt, dass in der ehemaligen DDR das Angebot an Grundprodukten nicht so groß war. Mhm. Wie war das denn für Sie damals als Spitzensportlerin? Man musste doch, glaube ich, sehr einfach gesundheitsbewusst essen. Ja, oder? Ich hatte Glück. Also das war schon, na alles nicht. Also ich erinnere mich an eine Frucht, die ich erst kannte mit der Wende oder kennengelernt habe, das ist die Kiwi. Mhm. Und sicherlich kamen dann noch viel mehr exotische Früchte dazu, die für mich neu waren. Aber wir hatten zumindest, sage ich mal, so die Grundprodukte, die vor allem auch für vitaminreiche Kost notwendig waren, zur Verfügung. Das war schon sehr professionell angedacht und elitär auch. Übrigens, kann das sein, dass hier irgendwas duftet? Ja, ich wollte es gerade sagen, ich wollte es aber nicht unterbrechen. Könnte es sein, ja, es könnte sein, dass wir hier gerade eine Gefahr entgegennehmen. Wir bringen dafür eine Tasse, einen Schluck Tee. Ja, gern, ja, unbedingt. Sie haben gut aufgepasst, ich hätte es fast vergessen. Oh, viel Spaß, ja. Danke. Wir sehen uns gleich. Gleich. Ja, liebe Zuschauer, in der Tat. Zunächst einmal aber möchte ich Ihnen verraten, was ich heute für Sie mache. Sie wissen ja zum einen dieses traditionelle Gericht von unserem Gast und dann mein Gericht jetzt hier auf eine moderne Art. Es gibt nämlich eine Quarkschaumtorte und dazu gibt es dann noch ein schönes Früchte drüber und ein schönes Gelee und ich glaube, es riecht wirklich. Es duftet. Okay, Steffi, komm, bring sie. Ist was passiert? Nee, sieht gut aus. Steffi hat schon mal aufgepasst hier auf unseren Biskuit. Bist du bitte so nett und holst du mal schnell noch die Früchte dann, den Belag, ja? Hey, liebe Zuschauer, wir haben schon ein bisschen was, oder ich habe schon was gemacht, nämlich einen Biskuitboden gebacken und Sie brauchen jetzt keine Angst haben, dass ich Ihnen das nicht zeige, wie das geht. Es ist nämlich so, dass man Biskuit relativ einfach machen kann, aber vielleicht der Reihenfolge nach. Ich habe dazu Eiweiß geschlagen in einer Maschine mit Zucker und mit der Prise Salz. So, und jetzt machen wir aus diesem Eiweiß mit noch ein paar weiteren Zutaten einen Biskuit. Das geht folgendermaßen, indem ich Eigelb hier in einer Schüssel habe. Dazu gebe ich jetzt etwas Rum.
verrühre das Ganze zunächst mal. Dann geben wir dazu abgeriebene Zitronenschale, unbehandelt. So, und jetzt ist ganz wichtig, dass wir zunächst mal nur ein Teil unseres Mehles, nee, falsch. Johann hat jetzt bald was falsch gemacht. Erstmal kommt ein Teil vom Eiweiß rein, so. Ungefähr so ein Drittel. Das wird erstmal glatt gerührt. So, und jetzt erst kommt das Mehl gesiebt rein. Sieben deshalb, damit der Biskuit schön locker wird. Bin mal gespannt, ob die Frau da nachher mit meiner Torte zufrieden ist. So, schön glatt rühren. Sehen Sie, jetzt bekommen Sie keine Klumpen. Sie können das Mehl so hervorragend unterrühren. Und jetzt erst kommt, so macht man es richtig, der Rest des geschlagenen Eiweißes mit Zucker und der Prise Salz darunter. Aber nicht nur das, sondern mein besonderer Gag heute ist dabei, ich streue noch rein Pistazien. Einfach Pistazien mit der Küchenmaschine so ein bisschen zermahlen. Und jetzt hier das alles drunter rühren. Jetzt haben Sie eine wunderschöne Pistazien-Biskuitmasse. So, was brauchen wir dann? Ja. Da braucht man natürlich jetzt eine Kuchenform. Die sollte man vorher leicht mit Butter auspinseln und dann mit Mehl ausstreuen. Und jetzt füllen wir einfach hier diese Masse da hinein. Sieht schon mal schön aus, die Masse. Schöne Farbe. So, und wichtig ist natürlich jetzt noch, dass man diese Masse hier drauf gleichmäßig einfach so ein bisschen verteilt. So. Sieht prima aus. Dieser Boden kommt natürlich jetzt in den Backofen vorgeheizt. Bei 180 Grad, so circa, würde ich sagen, 10 bis 15 Minuten. Wir nutzen jetzt diese Zeit und machen in der Zwischenzeit unseren Quarkschaum. Geht einfach. Schauen Sie zu. Zunächst mal nehme ich Quark. Gebe den hier jetzt nicht ausgedrückt, sondern so wie er ist, in eine Schüssel. Dann geben wir dazu Schmand. Was ist das? Das ist saure Sahne, ja, mit ungefähr 24% Fett. Die gebe ich jetzt dazu. So, dann brauchen wir ein bisschen Puderzucker. So. Das tun wir jetzt erstmal alles verrühren. So, der Zucker sollte vorher möglichst gesiebt sein, damit keine Klumpen drin sind. Und jetzt sollte man das Ganze natürlich würzen. Was nehme ich? Ich nehme Limone, davon nur die Schale und Vanille, das Mark. Die Limone reibe ich ab. Herrlich, auch diese grünen Fäden jetzt in der Creme, das schmeckt auch sehr gut. Und die Vanilleschote ist natürlich ausgekratzt, wir nehmen nur das Schwarze hier. Das Mark. So. Jetzt kommt wahrscheinlich, liebe Zuschauer, eine sehr wichtige Situation beim Kuchenbacken, nämlich das Binden einer Creme mit Gelatine. Zunächst mal wichtig ist, die Gelatine muss eingeweicht werden im kalten Wasser und dann muss man die ausdrücken. Ich hatte letztes Mal in meiner Kochschule in Gulden jemand, der hat einfach das alles so mit dem Wasser in die Creme gekippt, das ist falsch. Man muss nämlich die Gelatine, wenn sie ausgedrückt ist, erstmal auflösen. Hier in so einem Gefäß oder einem Topf vorher ein bisschen warm machen und jetzt sehen Sie, die Gelatine verflüssigt sich sofort. So. Und jetzt natürlich machen viele Folgendes. Die gehen also her und kippen diese warme Gelatine gleich rein in die kalte Masse. Sie müssen sich vorstellen, das passt nicht zusammen von Temperatur. Deswegen gehe ich her und gebe einen Teil von dieser kalten Quarkcreme. So, jetzt hier dazu. Okay. Auflösen. So, sehen Sie? Und jetzt schüttet man das hier rein.
und rühren das Ganze sofort darunter. So, lassen jetzt diese Masse hier etwas stehen, damit sie leicht so zu schlucken beginnt, die Gelatine, weil dann kommt noch die Sahne drunter. Dann machen wir drauf noch ein Sektgelee und dazu brauche ich erstmal einen guten Sekt, den würde ich jetzt am liebsten gleich trinken. Gehst du zu? Aber dafür habe ich keine Zeit. Ich messe mal ab, weil das muss nämlich genau stimmen. So circa 0,1 Liter. Den geben wir jetzt auch rein hier in so ein Gefäß. So, das habe ich schon ein bisschen heiß gemacht. Wir geben gleich dazu jetzt auch wiederum Gelatine im kalten Wasser eingeweicht. Ausdrücken. So. Sie werden auch sehen, die löse ich jetzt sofort auf da drin. Dann würzen wir das Ganze zunächst mal mit Kristallzucker. Das heißt, wir süßen das Ganze ein bisschen. Dann habe ich hier Sternanis aus der Gewürzmühle. Und dann presse ich etwas Limonensaft. Ah, die gehen immer schwer. Aber schmeckt toll aromatisch. So, und diesen Saft geben wir jetzt auch hier rein. Macht Spaß. Rühren. Und auch so löst sich der Zucker jetzt optimal auf durch diese Wärme. Allerdings, das muss jetzt gleich wieder kalt werden, deswegen schütte ich das jetzt hier auf eine Schüssel oder in eine Schüssel, die auf Eis steht. Sie werden auch gleich dann, liebe Zuschauer, wissen, warum das jetzt nochmal kalt werden muss. Sahne habe ich auch kalt gestellt für meine Quarkcreme. Die muss nämlich jetzt untergehoben werden. So, zunächst mal ist besser, man rührt es hier mal glatt. So, dann Schlagsahne dazu. Und alles gut verrühren. So, das Schönste beim Backen ist eigentlich das Probieren für mich. Schmeckt wie Quarkcreme. So, jetzt da, Gummispachtel. Füllen wir diese Creme auf unseren gebackenen Pistazien-Biskuitboden. So, schön verteilen. Und schieben diese Torte jetzt in den Kühlschrank. Sie können das normal machen. Bei mir muss es ein bisschen schneller gehen, weil Sie ja zuschauen. Ich mache das jetzt kurz mal oben ins Tiefkühlfach, damit die Creme gleich stockt. Und jetzt, Stefanie, wo hast du meine Früchte eigentlich? Ach, prima, komm her. Bitte schön. Wo hast du die gefangen? Die habe ich heute Morgen im Wald gesucht. Ja. Den Wald, wo die Erdbeeren wachsen, möchte ich auch mal gerne finden. Du. Okay, die müssen wir noch putzen schnell. Das sind große Erdbeeren, ha? Huh? Ja, ziemlich. Das sieht gut aus. Gut, ne? Backst du auch Kuchen? Nicht so häufig. Nicht so häufig. Was ist deine Spezialität? Tiramisu. Aha. So, jetzt müssen wir probieren, wie die Früchte auch schmecken. Hast du schon probiert? Nee. Ich bin gespannt, was du jetzt mir gebracht hast. Also die Himbeeren schmecken. Ich hoffe, du bist nicht so sauer wie die Früchte. Ja, aber sind doch super Früchte, oder? Schöne Erdbeeren, Brombeeren, Himbeeren. Mhm. Und jetzt, Steffi, holen wir unsere Torte. So. Und dann setzen wir hier die Früchte ganz vorsichtig drauf, ja? Siehst du, hier schön so reinsetzen. Mal so, warte mal, vielleicht tun wir das so. Komm mal besser dran hier. Komm her. So machen wir das jetzt hier. Schön draufstreuen hier. Wahllos, ja. Ja, schön. Verteilen. Dass natürlich jeder ein paar Himbeeren bekommt, nicht nur der eine da vorne da. Brombeeren. Dann die Erdbeeren noch. Machst du es bitte fertig? Denn ich gehe jetzt, liebe Zuschauer, und mache mein Gelee fertig. So.
ein bisschen zu fest geworden jetzt. Das heißt, ich tue jetzt hier nochmal kurz das Ganze auf die Herdplatte stellen, damit die Gelatine sich nochmal verflüssigt, dass also nichts passiert. Darf nicht zu fest sein. So. Alles klar. Quarkschaumtorte mit Sektchili. So, das hat sich jetzt wieder aufgelöst. Also Sie sehen, nicht jetzt gleich verzweifeln, wenn das so ist, sondern einfach so wieder auflösen. Dann nehmen wir jetzt den Sekt und jetzt kommt ganz was Wichtiges. Nicht mehr so stark verrühren, damit die Kohlensäure im Sekt auch drinnen bleibt. Das macht man am besten mit einem Schöpfer und rührt es jetzt hier so ein. So. Schön einrühren. Jetzt haben Sie einen richtig schönen Schaum, ja? Man kann jetzt genau beobachten und auch spüren, ob das Ganze jetzt leicht dickflüssig wird. So. Ich muss mal probieren hier. Gut, Steffi, warte mal. Ein bisschen Sternanis. Sternanis passt sehr gut zum Sekt. So, und jetzt schauen wir her. Jetzt muss man das hier schön übergießen, siehst du? Mhm. Überziehen und siehst sogar noch diese ganzen Kohlensäurebläschen. So. Ja, sieht toll aus. Sieht gut aus, ne? Mhm. Und das nennt man, Steffi, Sektschaumtorte. Genau. Auch bei mir nochmal aus Zeitgründen kurz, damit das Sektchili fest wird, in die Tiefkühler stellen. Alles klar bei Ihnen, liebe Zuschauer? Und jetzt, liebe Zuschauer, wenn Sie das nachbacken wollen, dann am besten schauen Sie nach in der Zeitschrift Essen und Trinken, denn dort ist alles nochmal ganz genau beschrieben. So, Frau Otto, was darf ich Ihnen jetzt zu dieser Torte servieren zum Trinken? Ich glaube, es musste schon was Süßes sein, vielleicht eine süße Auslese. Ja, das ist eine gute Idee. Ich habe mir was kalt gestellt. Eine Riesling Trockenbeerenauslese, 94. Stefanie, bitte servier das jetzt. Mhm. Ja, ich, liebe Zuschauer, mache noch schnell die Torte fertig. Das heißt, die holen Sie raus. So. Alles zu hier. Jetzt müssen wir erstmal hier die Torte lösen. Rundherum mit dem Messer. Sind Sie auch so gespannt wie ich, liebe Zuschauer? So, jetzt gehst du raus da. Ja, wunderschön. So, aber noch nicht ganz fertig. Zunächst mal habe ich hier jetzt Mandeln, ja? Also einfach Mandeln in der Pfanne gebräunt und dann abkühlen lassen. Und diese Mandeln müssen jetzt noch um die Torte, indem ich jetzt hergehe und zunächst mal mit Schlagsahne hier den Rand rundherum einstreiche. So. Ich bin schon sehr gespannt auf das Urteil von Frau Otto. So. Das muss so sein, damit die Mandeln jetzt gleich rundherum festkleben. So, und dann nimmt man jetzt einfach hier so die Hand und drückt die Mandeln rundherum einfach fest. Sehen Sie, jetzt bleiben sie wunderschön dran kleben. Und dann natürlich ist gut, wenn man die Torte nicht fallen lässt. Ja, und jetzt glaube ich, dass Sie genauso wie ich hier mit diesem Ergebnis zufrieden sein können. Es ist eine sehr schöne Torte. Ich auch. Oh, das
das sieht ja toll aus. Das ist ja immer noch die Überraschung, wie es dann so innen aussieht, wenn sie geschnitten ist. Ja, ich glaube, sieht ganz gut aus. Toll fruchtig. Und toll ist ja auch obendrauf, sieht aus wie so ein zugefrorener See, wo halt Früchte reingefallen sind. Toll. Für die ganzen Perlen da von der Kohlensäure von 16 da geblieben. Tolles Bild. So, ich bin ganz aufgeregt. Wenn sie so gut schmeckt, wie sie aussieht. Ja. Danke. Gleichfalls vor allem auch. Gratulation. Volltreffer. Ich finde das so fruchtig. Brombeeren sind zwar ein bisschen sauer. Aber es geht. Stört mich überhaupt nicht. Ich bin nicht ganz so süß angehaucht. Ich muss doch gleich einen Haps nehmen. Passt gut, ne? Jetzt würde ich sagen, jetzt probieren wir mal den Wein. Trockenbeerenauslese. Macht man ja auch nicht so oft Wein und Kuchen, aber... Passt gut. Sagt man nicht immer vollmundig? Was will man mehr? Das empfinde ich gerade. Tolles Mandelaroma so hat der Wein. Sich gut. Ich komme wieder. Sie kommen wieder. Toll. Wenn ich jetzt hier den Wein so sehe, wie war es denn eigentlich früher beim Sport mit Alkohol? Gab es da auch viel Wein zu trinken? Ging nur mit Alkohol, sonst hat man sich durchgestanden. Nein. Am besten natürlich, wenn es geklappt hat. Irgendwie Medaille, Erfolg und danach gut getrunken. Ja, gefeiert. Muss sein. Mit Alkohol. Ja. Zwischendurch ist es schwer. Also ich konnte es nicht. Es gab aber so harte Typen, die konnten auch mal richtig durchfeten und haben trotzdem trainiert. Das konnte ich nicht ganz gut miteinander vereinbaren. Ein gutes Glas deutscher Wein ist sicherlich was Tolles. Ist auch gesund, sagt man. Ja. Stefanie, bitte. Das ist sicherlich auch hoffentlich was Schönes für Sie. Ach, es gibt ja jetzt was geschenkt. Eine Dankeschön. Keine Überraschung. Och, toll, mit eine Salz- und Pfeffermühle mit Ihrem Namen, Edition Johann Nafer. Ich hoffe, dass Sie damit viel Spaß haben. Dankeschön. Ich hoffe auch sehr, dass ich Sie heute überzeugen konnte, dass Sie zu Hause jetzt mal kochen. Toll, ich konnte mir einiges abgucken. Danke, super, war sehr schön. Gut. War danke, schön. Herr Nafer. Danke, Thomas. Danke. Ja, liebe Zuschauer, bei Ihnen sage ich auch danke fürs Zuschauen. Genießen auf gut Deutsch. Leibgericht aller Nafer. Uns hat Spaß gemacht. Ich freue mich sehr aufs nächste Mal.